The School, White Day, Light. Die Light-Version, die Demo, um genauer zu sein. Damit ich das vollständigkeitshalber habe, wollte ich die Demo mal mit euch kurz auch mal zeigen, was da halt anders ist, was ihr halt in der Vollversion habt, was ihr hier in der Demo nicht habt. Zudem gibt es die Light-Version so im App-Store nicht mehr zu finden. Sie ist zwar noch im App-Store, aber nur noch per Link. Das blende ich euch mal eben kurz ein. Wenn ich jetzt The School White Day Light oder sowas in den App Store eingebe, ich finde das nicht. Wenn ihr unter meinem Video aber auf den Link klickt, dann findet ihr das Spiel im App Store. Das ist ganz im Play Store, das ist ganz komisch gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wird irgendeinen Grund haben. Aber halt, die Demo gibt es. Die könnt ihr zocken. Nur halt per Link in meiner Videobeschreibung. So. Hier seht ihr schon, hier oben steht Vollversion downloaden. Dann seht ihr so ein paar Bilder, was man alles hat. Und da habe ich mich natürlich welche gefragt, gibt es die anderen Geister auch? Hier zum Beispiel seht ihr ein Bild, Geister durch Streifen, dunkle Ecken der Schule. Da seht ihr das eine Bild von einer Geisterfrau. Die gibt es nämlich alle in schwer. Ich habe es ja schon gekauft, deswegen steht da gerade stornieren. Ich storniere natürlich jetzt nichts. Dann vorne sind wir jetzt, ja, bla bla. Ich will mit euch aber eher die Demo mal anschauen. Es ist nichts großartig, eigentlich anders. Man kann den ersten Teil des Spiels spielen, da kommen wir gleich zu. Hier gibt es so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. So ganz normal. Was ich mal eben mache. Steuerung. Kann man das hier? Ja, die Bildempfindlichkeit komplett hoch. Das ist genau wie beim PC mit der Maussteuerung, muss auch komplett hoch. Und ich würde sagen, wir starten nochmal direkt. Die Hölle. Da frage ich mich, wo... Dieser Modus bietet die größte Herausforderung mit maximalen Horror. Schwierigkeit als Hölle ist ausschließlich in der Vollversion verfügbar. Ja, da gibt es nur eine Vollversion, aber ich glaube, um Hölle in der Vollversion auch freizuschalten, muss man, glaube ich, schwer erstmal geschafft haben. Wir machen mal wieder einfach leicht. Wir machen jetzt einfach normal. Wir machen nochmal ein neues Spiel, wir machen diesmal auf schwer. Mehr Spannung, dafür schwieriger zu spielen. Ja, das ist klar, aber mehr Spannung. Ob wir in der Demo jetzt tatsächlich mehr Spannung kriegen, bezweifle ich, aber ja. Ah ja, Tutorials sind aus, super. Hauptgebäude, Abschnitt 1. Alles klar. Alles klar. Hier könnte man dann jetzt ganz normal speichern. Das kann man nämlich auch in der Demo machen. Spaßeshalber einfach mal. So, dann gehen wir erstmal wieder ins Badezimmer. Oh, jetzt habe ich aus dem Rennen gedrückt. Ich bin natürlich mal gespannt. Weil jetzt auch schwer gibt es natürlich auch hier solche Geistertussen, die dann auf einmal hier die Tür aufmacht und dann das steht. Ist aber nichts Interessantes soweit. Ja, übrigens in der Demo, da kann man auch keine Outfits ändern. Da haben wir nämlich die originalen Outfits an. Das sind halt die ganz normalen Outfits. Ja, erstmal zu diesem Badezimmer hier auch noch rein. Wir können uns natürlich hier ein bisschen länger aufhalten, aber desto länger wir uns hier aufhalten, desto mehr können wir uns auf Jumpscare freuen, denke ich mal. Klassensprecher, okay. Zudem wird es bald wieder ein Let's Play erscheinen. Ich werde das Spiel nämlich nochmal spielen. Nur, wo ich nicht vergewissern kann, ob wir das bis zum Ende schaffen. Nämlich, ich werde das auf Schwierigkeitsstufe schwer in der Vollversion spielen. Die Schülerzeitung übrigens, das habe ich ja in der letzten Folge gar nicht richtig gesagt gehabt, wofür man die überhaupt braucht. Die braucht man nämlich, habe ich zwar im Hauptlesplay schon erwähnt, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich glaube, die meisten haben es jetzt ja gesehen. Ich habe nämlich gemerkt, die Likes gingen da jetzt auch hoch. Aber, die sind dafür da, damit wir die Karte haben. Nämlich, Dokumente, Karte. Diese Karte hier, die kriegen wir halt durch die Schülerzeitung. Ja, hier kann man auch diesen Origami gar nicht aufsammeln. Alles klar. Oh, meine schönen Ladies. How do we get in?
Komm gleich nach. Obwohl, hier müssen wir eh später hin. Warte. Ja, klar, machen wir Selbstgespräche denn. Oh, hi, du bist stehen geblieben. Dankeschön. Thank you. I knew that you'd help. So, jetzt kommen wir nämlich da so oder so hin. Ja, bla bla und hier. Leiter. Da habe ich ja ein Video hochgeladen mit den Pfeilern von dem ersten Teil, was für die PS4 rauskommt, mit PSVR und so. Und der zweite Teil. Der zweite Teil wird wahrscheinlich nur für die PSVR rauskommen. Zudem wird man nicht jetzt wie hier im ersten Teil frei rumlaufen können, sondern man wird da von Level zu Level geschleust. Muss dann wahrscheinlich selber ein paar Knöpfe nur drücken. Und das wäre natürlich cool, wenn das auch für Android erscheinen würde, weil es gibt ja auch so eine VR-Brille für Android-Geräte, so, ne? Also das hätte schon was. Vielleicht mache ich das sogar dann ab der nächsten Folge, dass wir da auf Schwierigkeitsstufe schwer spielen. Weil ich merke ja, hier ist jetzt, ich habe Schwierigkeitsstufe schwer ausgewählt, aber irgendwie, was hat Jumpscares angeht und so, da finden wir jetzt nicht viel. Da habe ich letztes Mal gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wären Rohre. Das ist aber vom Baum. Also ich schätze mal, der Riesenbaum, der ist die ganze Zeit hier schon im Gebäude. Hier, das sind wahrscheinlich seine Fangarme, sieht jedenfalls danach aus. Das erste Rätsel ist eigentlich ganz einfach. So, theoretisch könnte man das einfach liegen lassen. Ah, da haben wir nämlich schon das erste, was, ne? Wenn du mehr über das Schicksal von Seong A erfahren willst, kannst du dir die Vollversion des School White Day erwerben. Ne? Wir können jetzt nicht weiter mit ihr reden. Ich muss jetzt leider das Schlechte nehmen. Das ist hier das Problem, ne? Also dieses Please, bitte, please, das haben sie nämlich passend reingemacht, so in dem Motto so, bitte, bitte, kauf mich, bitte, kauf mich. Jetzt stechen sie nicht mehr so vor heraus, hä? So, ja, Milch erhalten. Und der Heilgegenstände. Schon haben wir es getrunken, so ich hatte Durst ein bisschen. So. Geht doch von allein, ganz allein durch die Tür. Genau deshalb. Weil jetzt die Demo nämlich zu Ende ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir können noch mal eben kurz was gucken. Ja, hier könnte man dann Spielstand ganz normal wieder laden, um da weiter zu spielen, aber es lohnt sich ja nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Vollversion. Im Schwierigkeitsmodus schwer. Bis dahin. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut.